In diesem Kontext bin ich, weil ich seit 20 Jahren digitale Bildung, mich mit digitaler Bildung beschäftige, viel mit Unternehmen gearbeitet habe, lange in Hochschulen mich versucht habe und jetzt mit UnUniTV versuche, eine zeitgemäße, crowdbasierte Universität aufzubauen. Ich glaube, dass man die Frage so nicht stellen kann. OER ist ein Konzept, was 2002 von der UNESCO offiziell ins Leben gerufen wurde. 2002, das war noch vor Facebook, das war vor Twitter, das war vor Automatic, also WordPress. Eigentlich vor allem, was heute unsere Medienlandschaft auszeichnet. Und die Menschen arbeiten mit diesen Medien und sind die ganze Zeit aktiv und lernen ja die ganze Zeit, ob die Pädagogen das wollen oder nicht. Sie lernen da in diesem riesen Ökosystem. Und OER ist insofern eigentlich ist die große Frage, ob das im Jahre 2016 noch eine Relevanz haben kann, weil das OER war eine Antwort auf ein Problem vor dem ganzen Web 2.0. Und da wäre es eine adäquate Antwort gewesen. Ob es heute, glaube ich nämlich nicht, weil es viel zu statisch ist, weil es sich auf diese Materialien bezieht, auf diesen Content. Und der wird in diesen Medien ja die ganze Zeit verhandelt und er wird die ganze Zeit ganz kleinteilig ausgetauscht. Und insofern ist OER als solches meines Erachtens nicht kein guter Begriff, auch kein gutes Konzept in meinen Augen. Sondern was relevant ist an dem OER-Konzept ist das Creative Commons, das ist darauf basiert. Das Materialien, also der Content, der entsteht, kann nur legal ausgetauscht werden, wenn er frei ist, wenn er offen ist. Und darauf kommt es an. Ja, also im Grunde ist das Netz eigentlich, müsste frei sein, genau. Und da kommt dann genau dieser Creative Commons-Ansatz. Also im Grunde müssen wir darauf hinwirken, dass sämtliche Menschen, die Sachen in das Netz reinstellen, reinschreiben, das offen tun, frei tun. Sofern es frei verfügbar ist übers Web. Ich halte es auch durchaus für legitim, manches hinter der Paywall nur für bestimmte Menschen dann zugänglich zu machen. Dafür brauchst du halt Rahmenrichtlinien, dafür musst du... Also wir befinden uns ja gerade in so einer Zeitenwende. Wir kommen weg von diesem Top-Down, das ist im Industriezeitalter, wo du passgenau Arbeiter und Angestellte produzieren musstest, die dann die Jobs übernehmen. Und wir kommen hin in eine sehr unsichere Zeit. Und die Menschen, die sich darin bewegen, die müssen selbst sich selber kennen und wissen, wo sie hinwollen. Und müssen dann befähigt sein, auf Materialien und auf Kontexte zuzugreifen, um sich selber weiterzuentwickeln. Das formale Bildungssystem hat die Aufgabe, diese Menschen so zu ermächtigen, dass sie diese Kompetenz mitbringen und dann so ins Leben reingehen. Und dann geht's los und das ist dann nur noch informelles Lernen im Grunde. Beziehungsweise man kann auch in ein formales Setting reingehen, das ist aber dann selbstbestimmt. Also ich entscheide dann, wenn ich weiß, ich will das und das mir aneignen, dann gehe ich los und wenn ich denke, ach, das ist ja cool, der Andreas hat das ja schon mal hier schön aufbereitet, weil er hat das im letzten Jahr schon mal gemacht, dann gucke ich mir doch mal an, was der mir da empfiehlt. Und dann gehe ich dahin und dann arbeite ich mich durch. Es geht vielleicht ein bisschen schneller, als wenn ich mich selber da auf den Weg gemacht hätte. Das Urheberrecht, so wie es im Moment existiert, ist eine Bremse, absolut. Das war für das 20. Jahrhundert war das noch passend, konnte man damit arbeiten, heute im 21. Jahrhundert nicht. Ich glaube aber, das wird sich lösen, dadurch, dass wir in absehbarer Zeit, insofern könnten wir es doch angesichts der Dynamik, die in den Technologien steckt, vielleicht doch erleben, weil nämlich irgendwann die Blockchain-Technologie das Internet ablösen wird. Und das geschieht ja schon. Bei Bitcoin wird es ja schon testweise probiert. Es gibt ja auch andere Projekte, die in der Zwischenzeit damit experimentieren. Und da wird die Zukunft liegen. Und da wird das Urheberrecht aufgelöst werden quasi. Und dann macht es auch Sinn. Dann sind wir auf einem guten Weg. Also im Grunde, glaube ich, müssen wir in Richtung Blockchain-Technologie uns entwickeln. Das ist der nächste Schritt. Blockchain ist die Technologie, die dem Bitcoin zugrunde liegt. Und man sagt, das ist die Fortsetzung quasi, die nächste Stufe vom Internet. Und ich versuche es jetzt mal so zu erklären, da werden quasi an jede Ende, also du stellst was ein, du stellst sagen wir mal, einen Text ein. Oder was auch immer, du stellst was ein.
Und ich nehme das dann und mache dann irgendwie ein Bild dazu. Dann kommt der Nächste und der packt wieder was anderes dazu. Und die Technologie wird automatisch das mitführen. Wer hat wann was dazugeführt? So, und jetzt haben wir irgendwann vielleicht sowas in der Art wie ein OER. Vielleicht würde das entstehen, weil, was weiß ich, irgendjemand käme und sagt, wir machen jetzt noch ein bisschen Pädagogik dazu. Dann haben wir auf einmal irgend so was Furchtbares OER-mäßiges. Aber egal. Und dann kommt irgendjemand und sagt, ich habe eine super tolle Kommerzialisierungsidee dazu. Ich nehme dieses und verkaufe es. Und dann werden alle Leute anteilig ihres Arbeitsanteils daran bezahlt. Automatisch. Das löst die Technologie. So, und damit hast du im Grunde diesen Kreislauf, dass die Leute einen Anreiz haben, sich selber einzubringen. Und das gehen viele davon aus im Silicon Valley, dass das die Zukunft ist. Unter Marktgesichtspunkten. Aber das ist leider ist nicht diese Venture, obwohl die natürlich halt auch da reingehen, das Venture-Kapital. Aber eigentlich kommt es eher aus dieser emanzipativen Bewegung heraus, dass man halt sich erhofft, damit mehr Egalisierung zwischen den Leuten herzustellen. Also viele zum Beispiel, die damit experimentieren, im Kreativbereich, die experimentieren damit im Moment sehr stark, dass du auch Musikstücke zum Beispiel samplen kannst. Und du kannst jede einzelne Note, die jemand dazu tut, kannst du dann mittracken und je nachdem, und sag mal, du machst die eine Note dazu und ich mache die andere. Und je nachdem, mit welcher Variante dann weitergearbeitet wird, wirst du entweder du bezahlt oder ich. Verstehst du? Das ist total genial. Das ist wirklich ein schönes, dezentrales, technologisches Konzept, was aber komplex ist. Weil wir uns in so einer dynamischen Zeit bewegen, dass es keinen Sinn macht, irgend so einen Zwischenstand, den man hat, irgendwie zu verklausulieren oder dann macht überhaupt keinen Sinn. Wir befinden uns in einer Phase, das, was wir im April erzählen, wird vielleicht im Oktober schon ganz anders aussehen, weil wieder irgendwoher irgendeine Idee kam oder irgendeine Entwicklung und irgendjemand was erfunden hat, die man mitdenken muss. Und dann legt sich, auf einmal sieht das ganze Tableau wieder anders aus vielleicht. Und dann muss man das nochmal neu interpretieren. Das muss immer wieder überarbeitet werden. Dafür muss es offen sein, gerade bei so einem Thema.